Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir müssen... Jerry? Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch rote Beeren finden für den Kuchen, für die Hasenfamilie. Damit die Party natürlich auch ein Erfolg wird. Obwohl ich dem Grießkram ehrlich gesagt ungern helfe. Der ist ja nicht gerade freundlich zu Jerry. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Portalbaum. Ich weiß gar nicht, muss das da für Nacht sein? Hey. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Da ist ein Tautropfen. Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns. Doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junger Schüler. Na dann. Jetzt kriege ich meine Tautropfen nicht mehr. Wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Oh. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Der Specht. Er sagt. Okay. Ich will mal eben die Beeren holen, bevor ich mit ihm hier rede, weil ich nicht weiß, manchmal dauern die Texte ja sehr lange. Und ich weiß auch nicht, was dann. Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Mehr oder weniger, ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Sich das Portal dann noch öffnet und ich einfach reingesaugt werde. Von daher möchte ich das vorher erledigen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, das ist sein Versteck. Wo waren denn jetzt hier die... Essen? Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Hat er jetzt natürlich keine von eingepackt. Nein, er isst sie einfach weiter. Oh. Jerry, so war das nicht geplant. Waren hier nicht noch irgendwo... Wobei Johannisbeeren sind ja auch nicht süß. Regentonne. Das hier sind Karotten. Brauche ich auch nicht. Ich gehe nochmal eben zurück. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich die Beeren hier kriege. Okay, ich habe mich anscheinend getäuscht. Das finde ich jetzt sehr ärgerlich. Oh Mann! Ich habe wirklich gedacht, ich kriege die hier. Na gut, okay, ich gucke mir das nochmal an. Der große Zaro, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Können wir auch? Nein! Oh. Egal. Ich spreche jetzt hier mit
Gibt's hier noch irgendwas? Der Specht. Pilzkreis. Er sagt. Okay. Er sagt, naja. Hallo. Ja, nicht schlummern. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. Okay. Hat das jetzt was zu bedeuten, dass du das jetzt erwähnt hast? Ja, anscheinend. Muss ich ihn aufwecken? Was man damit versuchen? Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes übertönt alles. So friedlich. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Okay. Wie ändere ich das? Sternkarte. Mit der Sternkarte wohl nicht. Wollt ihr ein paar Tropfen? Guck mal. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Warum nicht? Baldrian-Tropfen? Ja, ist ja gut. Ich lasse es ja schon. Ja, was denn? Der hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ein Kuckuck. Nur eine kleine Pflanze. Ach was. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Ich habe gar kein Niesen gehört. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Reicht das denn jetzt? Oder weil dann versuche ich das jetzt nochmal mit dem Knackfrosch. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Nein. Der Gesang des übertönt so. Scheint, als hätte sie den Knack wegen des die Stimmung. Ja. Gut, also die Vögel, die habe ich schon mal verjagen können. Wie mache ich denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht einmal, wo die anderen Geräusche herkommen. Silberfolie nützt hier nichts. Nein, ich weiß. Silberfolie nützt hier nichts. Ich glaube, das ist auch keine gute Idee, so mit einem Wald. Aber ich bin jetzt gerade echt... Das bringt nichts. Echt ein bisschen ratlos. Das bringt nichts. Was ich jetzt hier machen soll. Ich guck nochmal hier durch. Grille. In der Ferne. Hm.
die Grille in der Ferne. Was? Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes... Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bringt. Viel Glück, junger Schüler. Also dieser Zauberstab hilft einem auch nicht wirklich weiter, wenn man nicht weiter weiß. Blausaftaufkleber, das brauche ich bestimmt nicht. Nagel, keine Ahnung. Ich weiß nicht wofür. Ich weiß ja nicht mal, wo diese doofe Grille sitzt. Ich habe ja keine Ahnung. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, ja. Der Specht. Er sagt... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß ja nicht mal, wo der Specht sitzt. Das finde ich jetzt echt doof. Vielleicht ein bisschen damit Krach machen? Ein Stopp bringt hier nichts. Warum nicht? Hau ihn mal. Ein Stopp bringt hier nichts. Oh Mann! Ein Stopp bringt hier nichts. Mach mich fertig, Jerry. Der Specht. Ja, der Specht. Der Specht. Er sagt. Okay, also irgendwo hier muss der Specht ja sitzen. Specht. Okay, ich bin dran vorbeigelaufen. Sehr schön. Klappt das jetzt mit dem Stock? Soll ich jetzt mit ihm reden? Ach was, wirklich? Ist ja irre interessant. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Oh, jetzt ist er weg. Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Aber ich höre die Grille immer noch. Und jetzt sollte ich mich vielleicht genau umsehen. Grille. Ja, ja, in der Ferne. In der Ferne. Ich nehme das jetzt mal wörtlich. Die scheint auch hier irgendwo zu sein. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus. Ach, Jerry, nein! Seit sie den nur noch das ist. Naja, noch zwei. Ah! Wir haben doch keine Zeit. So. Kleine Hasenstatue. Große Statue mit Eichel. Wo ist diese Grille? Ich kann auch nichts erkennen. Vielleicht doch eher hier. So viele Wege gibt es hier ja nicht. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. Mm. So ein Krach zur Mittagsstunde. Unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Reicht das denn jetzt? Weil ich höre immer noch ein Zirpen.
ist so. Okay. Still geworden. Hallo. Die Kröte scheint nur noch zu dünn. Du sollst jetzt gar nicht mit ihm reden. Ich will das mit dem Frosch nochmal probieren. Yippie! Er ist wach. Wow. Wer stört die Waldesruhe? Ich. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Oh nee, so viel Zeit habe ich nicht. Nur ein paar Jahre. Lauschen. Lauschen. Nein. Dem Strom der Zeit. So. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Mhm. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht. Kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Sein Haus mir hat geheult, aber ja, es liegt dir vor. Okay. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Felsflüstern auf den Zauberstab. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Oje. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit, wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit. Gute Nacht. Ah.
Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Jerry, du hast es geschafft. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Damit kannst du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist, belauschen. Ein exzellenter erster Zauber. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Okay, halt. Bevor ich das tue, will ich die Tautropfen haben. Bevor ich so einen Tropfen. Genau, bevor ich hier wieder weg muss. Weil die soll ich ja auch noch aufsammeln. Wieder einer. Und jetzt können wir... Nee. Du bist lustig, kleiner Junge. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Habe ich was falsch gemacht? Du bist lustig, Kleiner. Die lacht mich aus. Aber wie denn sonst? Du bist lustig, Kleiner. Der Zauber ruht auf deinem Zauber. Ja. Auf und richte ihn auf die Statue. Aber wie soll ich denn das sonst machen? Der Zauberspruch der Riesenkröte. Mit seiner Hilfe kann ich Steinstatue. Okay, gut. Ich würde sagen, ich habe hier jetzt schon lange genug gebraucht. Wie ich das genau nutze, gucken wir dann im nächsten Part. Es ist mir jetzt so ein kleines Rätsel, weil ich habe ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Ja. Auf und richte ihn auf die Statue. Mach ich. Beim nächsten Mal. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.